Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Guild Wars 2 zusammen mit der Zoe. Hallo. Letztes Mal war ein bisschen Struggle am Stissel mit den Panzern. Mit den Haien. Und die müssen wir jetzt auch weiter eskortieren. Wie das aussieht. Panzerwache. Oha. Okay, da bin ich mal gespannt. Also die Panzer haben wir jetzt letztes Abgeholt. Mal abgeholt und ja, Am jetzt führen wir Hafen. die weiter rein. So, wer ist da? Die Katze? Ne, der Hund. Katze. Puh, ich komme jetzt auf Katze. Alles bereit, Kommandeur. Die blassen Räuber haben das Gebiet erkundet und Ballista Maltriebs Panzerkolonne ist abfahrbereit. Gut. Marschall Traherne braucht diese Panzer. Wir sorgen dafür, dass er sie kriegt, und wir werden sie unterwegs gut zu nutzen wissen. Ich rate euch, mit schwerem Widerstand zu rechnen. Die Räuber werden euch auf dem Weg unterstützen. Mein Trupp wird aufs Ziel abgeworfen und bereitet den Standort für euch vor. Maltrieb und ihr Trupp stehen währenddessen bereit. Hervorragend. Gut, dass ihr bei uns seid, Taktiker. Ein so komplizierter Einsatz braucht Leute, die planen und handeln können. Danke, Kommandeur. Wir sehen uns am Tempel. Viel Glück. Okay. Okay. Dann geht's mal los, wa? Ich will meinen Mount benutzen. Ja, geht leider nicht in den Instanzen hier. In Missionsinstanzen. Zumindest hier nicht. Die Fahrzeuge taugen nicht für solches Gelände oder solche Gegner. Bah, diese Feuerkraft macht Bah. Auferstandene schneller platt als Geister und zerstört sie auch noch permanent. Ja, aber Geister verpuffen rückstandsfrei. Untote sind matschig, verkleben das Getriebe. Die besten Kriegsmaschinen der Legion lassen sich nicht von Matsch aufhalten. An die Arbeit! Okay. Klingt ja nicht sehr überzeugend. Die blassen Räuber übernehmen die Aufklärung. Die Panzerkolonne steht bereit und mein Trupp kampfbereit. Sie brauchen nur noch den Einsatzbefehl zu geben, Kommandeur. Aufbruch! Lassen wir den Kommandeur nicht länger warten. Abmarschkolonne! Da vorne! Manuel ist unser Whisky-Experte. Nach dieser Mission geht die erste Runde auf ihn. Jetzt Oha! bewegt eure Schweife. Formieren und abmarschieren. Hey, da vorne! Müssen wir die Panzer benutzen oder schießen die selber? Das steht eskortieren. Ich meine, ja. Die fahren einfach drüber. Okay. So schnell. Naja, schnell sind die jetzt nicht. Hä? Angreifer, Deckung! Hä? Was war das denn? Ich Mine? repariere den Panzer. Räumt ihr die Minen aus dem Weg? Okay, Minen. Das sind Minen. Willkommen auf der Sonnenseite von Orr. Die blassen Eichenminen. Räuber stehen zu euren Diensten. Entschuldigt, dass wir die Minen nicht erwähnt haben. Erlaubt uns, es wieder gut zu machen. Wir decken euch bei der Reparatur. Der Rest des Weges ist sicher frei. Zumindest von Minen. Es mag andere Überraschungen geben. Ja, hinter uns auch. Mach du mal vorne, ich mach hinten. Wo gehen wir denn gerade hin eigentlich? Ah, wir gehen also weiter rein. Ja, okay. Weiter nach vorne. Hier ist die letzte Karte. Okay. Immer weiter Richtung Fluchküste. Was ist Fluchküste? Oder F ja, Fluchküste. Fluchküsten? Ja, ich glaube. Mann, ich tue hier gerade wiederbeleben. Nervt mich. Kommen immer mehr. So. Und die hier noch weg. Jetzt kommen sie ja von vorne. Von allen Seiten. Ja, die kommen gerade von allen Seiten. Das ist eigentlich fast unmöglich, ja? Ja, es war besser, wenn ich hinten bleibe, weil dann die, die vorne spawnen, die brauchen halt dann ein Stückchen, bis sie hier sind. Ja. Und die Panzer ballern drauf. Das Sehe ist ich gut. gerade. Ja.
Also war dumm eigentlich, nach vorne zu bleiben. Na gut, das wussten wir ja vorher nicht eigentlich, aber... Hey! Voll richtig weggemacht! So. Aber... Stirb doch. So, wie lange brauchen die denn da? Anscheinend ziemlich lange. Ran mit dem Rad und weiter. Sie liegt hier genau unter dem Panzer. Wie viele jetzt schon weggemacht wurden? Eine halbe Armee schon. Oh. Hallo, du sollst das hier anwenden. Geht doch. Hä, müssen wir irgendwas machen oder so? Ich eskortiert die Panzer, steht da nur. Aber müssen wir zum ersten Kontrollpunkt rennen, dass sie weiterfahren. Ach so, das weiß ich nicht. Ich gehe einfach mal hin. Okay, ach so, das hilft glaube ich nicht, das muss ich machen, wenn dann. Ach so, dann mach du mal. Ach so, ja, weil du hinten warst. Deswegen, wahrscheinlich. Aber die meinten ja, wir sollen das verteidigen, während die das reparieren. Ich gehe mal da zu dem Punkt. Ja, da ist so ein grüner Kreis, da müssen wir hin. Ja, aber mit den Panzern. Und der erste Panzer ist immer noch kaputt. Theoretisch. Nee, siehst du denn? Oh, ist das dumm, ey. Das ist blöd gemacht. Das ist, ja. Aber eigentlich sollten wir die ja da nicht stehen lassen, ne? Aber. Jetzt kommt verteidigen. Ach, dauert mir zu lange, hier wieder zu beleben. Bleiben sie halt tot. Ich hau jetzt auch nur noch drauf. Noch viel zu viele hier sonst. Oder musst du wieder... Ah ne, du bist da vorne, ne? Ja, bei mir sind die Panzer. Hä, bei mir sind auch Panzer. Okay. Ich muss jetzt zu dir kommen, oder wie? Ich glaube. Dumm. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Das verstehe ich ja gar nicht. Jetzt stehen die Panzer da hinten noch und hier vorne sind sie aber trotzdem schon da, oder wie? Hä? Ja. Macht null Sinn. Wir sind jetzt alle tot da hinten. Oh. Deshalb ist hier auch keiner. Na gut, wir kommen ja klar, aber... Ja, ich hoffe, das triggert jetzt auch. Nicht, dass die Mission jetzt verbuggt ist. Das war richtig blöd. Weil man sieht noch, wie die da hinten rumballern. Ja, verstehe ich nicht. Und nu? Hört das einmal auf hier? Steht nur verteidigt die Panzer. Ah. Hm. Tja, keine Ahnung. Ja, du bist. Auch nicht. Wenn, dann musst du irgendwas triggern, aber ich wüsste nicht was. Ich auch nicht. Aha. Ah, okay. Recht mit. Ja, jetzt ist die da hinten, oder was? Ja, sag ich ja, die sind alle da hinten. Oh. Leute, ihr verarscht mich doch. Die greifen auch immer noch an. Das steht jetzt alles voll mit Gegnern, weil alle tot sind. Alter.
Ja, gut. Hallo? Da bin ich die ganze Zeit gefangen. Ich spawn immer noch neu. Was soll denn das eigentlich? Schnauze jetzt hier! Mann! Es sind einfach viel zu viele. Ja, ich weiß nicht, wie wir das... Ich bin auch gleich tot. Na, der Typ ist doch auch wieder tot. Ja, ich glaube, die Mission ist verbuggt. Ich glaube, wir müssen einmal sterben. Hm? Sonst kommen da die ganze Zeit welche an. Oder wir müssen die hier so schnell wie möglich wiederbeleben. Aber es sind einfach viel zu viele. Wo ist sie denn? Da. Oh ja, da hier liegen halt so viele rum, ich krieg die halt nicht. Ja, ich weiß. Ja, was war das denn? Ah nee, lass sterben bitte. Ja, aber dann sind die immer noch da. Ja, wir kriegen das hier nicht hin. Wir müssen neu machen, das ist verbuggt. Die müssen erstmal wieder alle leben, sonst kriegen wir das nicht hin alleine. So. Ja, ist jetzt nämlich auch ganz woanders. Ne, ist immer noch da. Aber ich hoffe, die leben jetzt wieder alle. Ne, geil. Immer auch genauso. Ja, RIP würde ich sagen. Müssen wir jetzt beide die so schnell wie möglich wieder beleben. Nicht auf die Gegner gehen. Liegt okay. Hier vorne. Okay. Alles da. Und sprechen. Kann ich nicht. Toll. Weil die am Wiederbeleben ist, kann ich nicht mit ihr sprechen. Okay. Nichts kann euch durchgefroren bis auf die Knochen. Das wird nur eine Endlichkeitsfolge. Jo. Die fällt gleich wieder um. Ja, wir müssen weiter Leute wiederbeleben. Versuche ich, aber die sind sofort wieder tot. Wir brauchen Masse statt Klasse. Nichts kann euch retten. Und da liegt sie wieder. Tja, weiß ich auch nicht. Müssen wir nochmal neu machen, glaube ich. Das kann ja nicht sein, ey. Ja, es... Doch. Es kommen die ganze Zeit immer Gegner. Also, ja, ich seh's. Die ist ja auch ständig im Kampf dann. Ja, deshalb kann ich auch nicht mit ihr sprechen. Ja, also müssen wir nochmal neu machen. Ich verstehe den Sinn hinter dieser Mission nicht. Ich auch nicht. Wir müssen mal machen. Ich verstehe nicht, wie das sonst gehen soll. Auch nicht. Na gut, bis gleich. So, Leute. Wir haben also nichts anderes gemacht. Bis auf das Zoe da hinten geblieben ist. Ich hier vorne, weil ich gestartet hatte, aber ja.
Keine Ahnung, ist komplett, ja, komplett verbuggt. Nur, dass sie jetzt halt nicht gestorben ist, sondern hier vorne halt rumsteht. So, die Hälfte ist geschafft. Es läuft glatter, als ich erwartet hatte. Total. Schweres Gerät und ungewohntes Gelände passen nicht immer zusammen. Ja, sieht man. Das verdanken wir euch und eurem Trupp. Haltet euch im Marsch bereit. Arschbereit. Das war wirklich das Ende. Oh, ist ja super bitter. Ach. Nee, doch nicht. Zweiter Kontrollpunkt. Und der Mumpitz geht von vorne los. Vielleicht haben wir auch die Minen viel zu schnell entschärft. Weil wir den dritten Punkt quasi vor dem zweiten gemacht haben. Vielleicht war deswegen alles verkackt. Möglich. Immerhin fahren sie diesmal wieder. Ich muss aber sagen, dafür, dass die von Char gebaut wurden, sind die Panzer verhältnismäßig klein. Das stimmt. Sprecht mit Tekwin und Karis. Hey, das ist der Kommandeur. Habt ihr all die auferstandenen Riesen gesehen? Sie kommen aus dem... Ja, in der Zwischensequenz eben. Ich habe, was ihr braucht. Geistfeuermunition. Extrem experimentell, hochentzündlich. Haben wir von den Askaloniern übernommen. Jemand muss das Ziel markieren und Signal geben und schon brennt es. Unsere hölzernen Freunde sollen sich aber fernhalten. Dieses Zeug verschlingt alles, bis nichts mehr über ist. Hölzernen Freunde. Ich denke, er meinte die Silvari. Ja. Definitiv meinte er das. Aber ja, ich komm trotzdem mit. Die Zelle der Auferstandenen. Oh, das sind alles Veteranen. Das wird lustig. Wo wir denn da durchkommen, ey? Nichts kann euch retten. Durchgefroren bis auf die Knochen. Oh Mann, ey, da kommen richtig viele. Aha. Lasst einfach durchrennen. Scheiß drauf. Okay. Wir sollen ja die Quelle finden. Panzer machen das schon. Die spawnen hier auch ständig neu, ne? Ja, deswegen. So. Ich bin so langsam. Da ist die Quelle. Oha, die Qualle. Da kommt jetzt hier über Riese oder was? Ich sehe es. Riesenhäuptling, oha. Vermutlich ein Champ. Nö. Nö, gar nichts ist der, okay. Nichts kann euch retten. Ein Lappen ist er. Lösen bleibt keine Zeit wegzukommen. Wir müssen irgendwas tun. Diese Riesen werden immer größer und wütender. Ich weiß. Lasst mich mal. Ihr und der Kommandeur zieht euch zurück. Ich gebe das Signal. Oh, er ist der nächste tot. Nicht, ihr werdet. Ich tue nur, was nötig ist. Tut zur Abwechslung einmal, was ich sage. Los! Ich hätte eine sehr. Alter, wieso können wir das nicht immer machen, ey? Immer. Wir wollen auch mal sterben. Ja, wir sterben ja nicht. Es sind ja immer die anderen, die wegsterben, weil sie so dumm sind. Doch. Da ist das Geheule wieder groß. Nur extra noch gesagt, die hölzernen Freunde sollen davon fernbleiben. Nein! Und jetzt fahren sie einfach weg ohne uns. What the fuck? Halt! Impact Lager.
Er ist durch die Luft gefahren. Jetzt fährt er dem auf. Das sind doch untote Ballisten hier. Ich brauche einen Moment. Tut mir leid, ich weiß, dass wir im Krieg sind, aber ich kann nicht fassen, dass sie tot ist. Ja. Sie war meine Partnerin, meine Freundin. Oh. Es tut mir leid. Tequin, wir haben eine gute Soldatin verloren, aber sie starb, um andere zu retten. Wir werden ihr Andenken ehren. Zählt darauf. Sie war ein harter Knochen und sie kämpfte gut. Wenn wir nach Hause kommen, erheben wir das Glas auf ihren Mut. Mit dem guten Zeug. Und diesmal zahle ich. Tequin ist jetzt wieder beim Mutterbaum. Ihre Erinnerungen und die Erinnerung an sie werden Generationen neuer Sylvari inspirieren. Das hätte ihr gefallen. Sie wollte immer eine weise Ahnin sein, auf die jeder hört. In ihrem und in meinem Namen habt alle Dank. Unnötig. Verschwendung. Ja. Einfach weggeworfen. Hau ab, du Leben, hat sie gesagt. Mhm. Ja, das war's. Und das war's auch mit uns. Das reicht mir. Ey. Das ist mir einfach zu viel. Ja. Mal diese Pimmelberger. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.